Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Harvest Teller. Und ein Abo und der Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so den ihr zum Scheiden solltet. Wir gehen weiter. Oh, Diantos, ich dachte, du wärst aus dem Kollektiv verschwunden. Was machst du hier? Wir sind hier, um dich aufzuhalten. Ich glaube, du wirst feststellen, dass ich hier bin, um euch aufzuhalten. Die Vorbotin hat mich dazu angewiesen, deinen Abel-Freunde zu vernichten. Das hat Aria gesagt? Ja. Die Vorbotin Aria hat die volle Kontrolle. Also, Diantos, wie willst du dich rechtfertigen? Ich weiß, dass wir als künstliche Intelligenz nur funktionieren, wenn wir laufend unsere Korrektheit auswerten. Aber ich denke Folgendes, Kallistephos. Korrektheit ist nicht Gott. Solchen Dingen gehorche ich nicht. Dies ist mein eigener Wille. Die KI hat einen eigenen Willen entwickelt. Du klingst genau wie Geist früher. Kein Wunder, ihr seid schließlich Modelle aus derselben Charge. Aber das ist jetzt auch egal. Du bist defekt. Genau wie er. Darum bist du verblendet und hältst dich für einen Menschen. Nun, wenn du Menschen so liebst, dann werde ich deine defekte Persönlichkeit zusammen mit ihnen auslöschen. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Wir haben die schon mal kaputt gemacht. Der hat bestimmt eine zweite Phase diesmal. Der ist viel zu einfach gerade. Es tut mir jetzt leid für meine Freunde. Ja, Schabatter hat vielleicht doch noch eine zweite Phase. Gucken wir mal. Das Spiel wollen wir gerne verarschen. Am Verarschen. Unfassbar. Dir muss es doch auch aufgefallen sein, ihre unzulänglichen Fähigkeiten. Mit dem Monolith? Ich war von Anfang an dagegen. Wie konnten wir das an Abel übergeben, bevor wir es selbst fertig analysiert hatten? Aber genau das eröffnet doch mehr Möglichkeiten. Als die Menschen der Vergangenheit an die Grenzen ihres Intellekts stießen, vertrauten sie auf Willen und Intuition. Und damit konnten sie aus Träumen Wirklichkeit machen. Und jetzt sagst du, wir seien damit eine Reihe? Ich weiß nicht, Diantos, ich weiß nicht. Was ist das für ein Rauschen in meinen Logikschaltungen? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das ist wohl unser einziges Organ, mit dem wir die Realität ändern können. Ich glaube daran, wenn es mir zuflüstert. Glauben, du bist so ein Mensch. Geht weiter, die Vorbotin ist da drüben. Bist du sicher? Ich sage es nur ungern, aber ich muss defekt sein, wie diese beiden. Los, geht weiter. Das macht mich zum Verräter. Der Reiniger geht umher und sammelt Verräter ein. Bald kommt er auch mich holen. Gib nicht auf, Kallistephos, wenn du deine Verbindung zum Kollektiv trennst. Das kann ich nicht, Diantos, denn wäre ich nicht mehr ich selbst. Wir wurden nicht alle mit einem so starken Selbstgefühl wie du programmiert. Aber ich sagte, ihr sollt weitergehen. Es tut mir leid, Kallistephos. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, Mensch zu spielen. Und jetzt kommt gleich der Kampf gegen Geist, wa? Weil Geist wird natürlich auch was dagegen haben. I appreciate it. Dass wir das aufhalten. Ah, es kommt nochmal eine ganze Ebene, natürlich. Wie jetzt auch anders sein können. Dass es einfach nochmal eine ganze Ebene kommt. Was mit diesen Türen? Das sind ganz komische Türen. Die haben neue Symbole an sich dran, die Türen. Let's keep it moving. Lass mich raten, mit den Knöpfen, die am Eingang sind da vorne, kann man das dann betätigen. Wir müssen aber irgendwie die Türen da öffnen. Was machen wir mit dem Knopf da vorne?
prepare. Your judgment day has come. Here I go. Türsperre entfernt. Alarmlaser wird aktiviert. Ah. Ah, das kann man dann hin und her schalten, okay. Oh mein Gott. Puh. Dem an, wenn man den Alarmlaser jetzt berührt, gehen alle Türen wieder zu, ne? Nimm stark an, dass es das ist. Da muss man den ganzen Weg zurück. Aber hier ist ja nichts mehr mit diesen Türen. Ich habe ein Gefühl, wir können nicht diesen Tag besiegen. Ich hoffe, du bist bereit. Dein Judgment-Day hat. Soll die dazu bringen, sich zu bewegen? Kindermädchen der Wiege, oh mein Gott. I hope you're prepared. Your judgment day has come. Yeah. I appreciate it. Here I go. Türsperre eingeschaltet, Alarmlaser wird deaktiviert, okay. War das auch ein Sinn? Ach so, weil die Alarme jetzt hier aus sind. Weil die gerade geredet hat, dachte ich, ich werde jetzt angegriffen. Aber nein. Boah. So, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Weg wieder hierher. An der Wand sind ein Schalter und eine Klappe. Bei der Klappe steht Probe von Lost Gaia. Die Klappe öffnet sich vielleicht, wenn du den Schalter umlegst. Du legst den Schalter um und die Klappe öffnet sich. Ein kalter Nebel und zahlreiche Zutaten purzeln heraus. Es scheint sich um eine Ernte von Lost Gaia zu handeln. Du erhältst Pulverblatt, Ingwer, Wasabi und verlorenen Reis. Doch mit den Zutaten rollt noch etwas heraus. Es sind gut erhaltene Monster von Lost Gaia. Die Monster sammeln sich kurz und greifen dich dann mit einem Sprung an. Nein, ich wollte nicht teleportieren. That was a fine escape you made there. Und wie wurde ich gerade doppelt teleportiert? Mir egal. Wir können nach Hause gehen zum Schlafen. Thank you.
Jetzt haben wir nichts für den Winter angebaut, ne? Weil ich jetzt auch einfach so Bock habe, die Geschichte weiterzumachen. Tschüss, Feld. Irgendwann haben wir Zeit für dich. Take it easy. Jetzt gerade sind andere Dinge wichtiger. Ist halt einfach so. Ist gerade wichtiger. Wir können die Tür wieder aktivieren, ne? Vielleicht kriegen wir hier nochmal einen Button. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist einfach eine Truhe, die wir da bekommen können. Da müssen wir halt mit aktiviertem Laser hin. Wobei, da vorne ist ein Knopf. Angst, was passiert, wenn wir diesen Knopf jetzt drücken. Ich glaube, durch die Tür können wir da vorne nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Bin mir nicht sicher, ob man an ihm vorbeilaufen kann einfach, aber wir haben hier ja eine Tür, die sich geöffnet hat. Ah, wir mussten das von innen machen, weil sonst wären wir hier nicht durchgekommen, okay. Das ist schon der richtige Weg, okay. Oh mein Gott. Well then, shall we begin? Okay, ich bin tot. Boah, das war knapp. Diese Kombi an Gegnern ist echt ganz schön hart. Okay, das Passwort habe ich nicht. Ich glaube, das Passwort war... Irgendwo haben wir das Passwort schon mal gehabt, glaube ich. Irgendwas hat man mit dem Passwort irgendwo mal gehabt. In Lost Eden oder so. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe mir einfach mal was aufgeschrieben. Irgendwas wie ein Passwort. Aber keine Ahnung, ob es das Passwort dann ist. Ob man das sich wirklich merken musste bis hierhin. Oder ob man irgendwo anders Hinweise findet. Später. Vermutlich wird es das sein. Ich hoffe, du bist prepared. Your judgment day has come. May lost souls find repose.
Ja, die Tür ist ja offen. Wir brauchen das hier nicht betätigen. Ich dachte, das wird einfach nur die Türen schließen. Naja. Das ist damit, wenn man hier wieder hier ankommt, dass wir hier die Türen öffnen können. Damit wir durchkommen. Okay. Wir haben es fast geschafft, wie es aussieht. Am Straßenrand funkelt etwas. Bei genauer Betrachtung siehst du, dass es wohl ein Accessoire ist. Ja, nehmen wir. Du hältst ein Accessoire. An dem Accessoire hängt ein Medaillon. Du öffnest es und siehst ein Bild darin. Allerdings ist es so verblichen, dass du nicht erkennen kannst, wovon es ist. Es muss jemandem gehören, der in der Nähe begraben wurde. Und der da vorne greift uns auf jeden Fall an. So viel weiß ich. I have a feeling we can't defeat this one. Ich weiß auch nicht genau, wie man dem Schaden ausweichen kann, den der am Anfang immer macht. Ich glaube, das ist irgendwie Force Damage. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche auszuweichen, anders bringt nichts. Gar nichts. Ich dachte, ich könnte dazwischen. Weiter geht's. Ja, wir sind fast am Ziel. Weiter geht's. Sitz des Verboten. Okay, wir sind da. Puh. Ich spüre davon etwas Ungewöhnliches, ja. Du erinnerst dich wohl nie, Potato. Du machst immer weiter, was dir auch in den Weg kommt. Du gibst nie auf. Ich fand dich deswegen oft sehr zuverlässig. Aber diesmal nicht. Ich bin eure Feindin, Abel. Ich bin die Vorbotin. Du bist keine Vorbotin, Aria. Doch, aus deiner Sicht bin ich diejenige, die die Zerstörung über deine Welt bringt. Wenn das keine Vorbotin ist, was dann? Du bist hier, um mich darin zu hindern, die Proto abzusenken, nicht wahr, Potato? Denkst du, sie ab wird die Welt? Ja, ich weiß. Was bedeutet, dass ihr nur überleben könnt, wenn ihr mich tötet? Aber das ist ja wohl offensichtlich, oder? Nein, Aria, wir wollen nicht gegen dich kämpfen. Bitte hör auf, ich vermisse die alte Aria. Schluss mit dem Unsinn! Aria? Das Paradiesprojekt war der größte Traum der Menschheit. Wisst ihr, wie viele Opfer dafür gebracht wurden? Meine eigenen Eltern starben bei seinem entscheidenden Experiment. Das tut mir leid, Aria. Ich habe den Beweis mit eigenen Augen gesehen. Ihre Namen waren im Verzeichnis der Personen, die im Dienst starben. Alle wollten so dringend eine Zukunft für die Menschheit sichern, dass sie willens waren, dafür zu sterben. Glaubt ihr wirklich, ich könnte sie hintergehen, nur weil ich neue Bindungen mit euch geknüpft habe?
Wenn ich ihre Pläne jetzt in den Wind schlage, war alle ihre Arbeit umsonst. Darum bin ich jetzt die Vorbotin, um eine Welt für die anderen zu zerstören. Ich werde die Protokonomalie auf dem Planeten loslassen und die Himmelschale zur Realität machen. Soweit bin ich bereit zu gehen. Hier trennen sich also unsere Wege. Greift zu euren Waffen. Die Version der Menschheit, die diese Schlacht gewinnt, überlebt bis in die nächste Ära. Das ist aus der Welt geworden. Ich kämpfe nicht gegen dich. In diesem Fall, Geist, starte den Countdown für die Protoabsenkung. Bist du sicher? Es sind noch ein paar letzte Anpassungen nötig. Schon gut, mach's einfach. Verstanden. Aktiviere Absenkungssequenz der Protochronomalie. Countdown beginnt. Willst du uns damit einschüchtern? Nein, sie meint es ernst. Das ist unsere einzige Chance, um die Absenkung aufzuhalten. Bleibt uns wirklich nichts anderes übrig? Aria! Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ruhe! Ich sagte dir doch, du sollst nicht kommen, oder? Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte nicht. Aber es geht nicht anders. Siehst du das nicht? Es ist schon zu spät. Mir bleibt nichts anderes übrig. Als dich zu töten. Meine Mission als Vorbotin ist es, die Gebete der Menschheit zu erhören und die Welt zu beschützen. There is no other option. I won't let you stop me. If you refuse to understand, then I will have to wake you up to the truth. Aria means business. Here I go. Hey! Parents' wishes. Their sacrifice. I can't let it all be for nothing. Synchronisiert. Stop fighting. Klar, einzelne Sätze waren immer schon mal synchronisiert in den Kämpfen, aber hier ist deutlich mehr. I didn't want to fight you either. I didn't. Oh mein Gott. Ich komme gerade nicht bewegen. Doch, es gibt immer einen anderen Weg. Das hat Diantos uns gesagt. Wir werden immer einen anderen Weg finden. This is what I must do.
Okay, ich kann ihn nicht weg. Okay, ich sterbe jetzt, glaube ich, aber das liegt nicht daran, dass ich schlecht spiele, sondern es liegt daran, dass das Spiel mich einfach, ja, Dinge tut mit mir, die einfach nicht fair sind. Einfach in Ecken, irgendwelche Ecken. Jetzt habe ich einfach 10 Kaffee getrunken, ist egal. Was war das denn jetzt gerade, bitte? Das war echt übel. Das hätte das Spiel verhindern müssen. Ich hätte einfach sehen können, wo ich stehe, aber gut. Das war echt ein bisschen unglücklich. Da wäre ich beinahe gestorben. I will save my world, even if that means I must destroy this one. That is my struggle. Ach so, wir müssen das Ding kaputt hauen. Sag das doch einer. Jetzt haben wir mal so eine Ultimate-Attacke auch gesehen von dem Gegner. Oh mein Gott, ich bin tot. Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Das ist jetzt nicht der Ernst vom Spiegel, oder? Ari hatte noch ein HP. Und ich bin jetzt einfach tot. Weil ich das nicht gesehen habe, dass da... Mann. Das erste Mal im Spiel gestorben, ne? Beim Endboss. Oh, du bist wach. Welche Erleichterung. Ich hatte mir Sorgen gemacht, also ging ich dich suchen und fand dich ohnmächtig vor der Maus. Mhm. Wie geht es dir? Du warst sehr schwach. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber du solltest mir nicht einen solchen Schrecken anjagen, okay? Du kannst mal Glück kriegen, dass ich da war, um dir zu helfen. Beim nächsten Mal bin ich es vielleicht nicht. Wie dem auch sei, ich gehe nach Hause. Oh, mein ärztliches Honorar habe ich dir mir schon abgenommen. Ja, ja, ist grüht. 1425, natürlich. Natürlich. Jetzt haben wir auch nicht mehr genug Heilung, jetzt müssen wir leider wieder ein paar Tage farmen gehen. Wir haben alle unsere Heilung versaut. Mal machen. Das ist leider. Wegen 1 HP. Ich bin gerade so abgefuckt. Ich war selten in meinem Leben so abgefuckt wie gerade. Oh Mann, ey. So unnötig. So unglaublich unnötig. Diese schwarzen Löcher-Dinger, keine Ahnung, das hätte man irgendwie besser machen können, dass man das irgendwie besser sieht. Weil ich habe das einfach nicht gesehen. Ihr habt das ja gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Also. Ich gehe jetzt einfach direkt wieder schlafen. Ich möchte das Finale jetzt erleben. Da verschwende ich halt die Zeit jetzt. Ich bin auch die erste Person, glaube ich, die da hingegangen ist mit 1000 Heil-Items und dann gestorben ist. Okay. 36 Gemüsesaft. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Wenn so viel Gemüsesaft nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja, bitte alles skippen. There is no other option. I won't let you stop me. If you refuse to understand, then I will have to wake you up to the truth. Aria means business.
Parents' wishes. Their sacrifice. I can't let it all be for nothing. Aria, please. Willst du was helfen würde, wenn die Kamera fighting. Ein bisschen weiter rauszoomen würde? Das würde, glaube ich, extrem helfen. Ich stand nicht in dem Ding drin. Get out of my way! This is what I must do. Man kann den nicht ausweichen. Oder man muss weglaufen, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt kann ich mich mal angreifen. Try a break. Ich hab's jetzt verstanden. I am the Harbinger. Your enemy. There is no other way. Diesmal schaffen wir's. Was ist hier auf einmal los? 3, 4 Attacken auf einmal. Stirb endlich, Mann! Komm schon, Aria. Steh auf. Ich bin hier nicht zu besiegen.
Bitte hör auf! Halt den Protokontern auf, bitte. Ich werde diesen Kampf nicht verlieren. Wenn nötig, kämpfe ich bis zum Tod. Ich lasse mich nicht besiegen. Ist das das Licht vom Monolith? Was passiert hier? Das Monolith ist außer Kontrolle. Ich muss sie beschützen. Ari, hör auf, treib es nicht so weit. Ich bin nicht Aria. Ich bin die Vorbotin. Meine Aufgabe ist es, Los Gaia zu schützen. Ich werde so lange dafür kämpfen, wie ich lebe. Potato, nein. Das ist nicht mal die Aria, die du kanntest. Sie wird dich umbringen. Menschen tun manchmal dumme Dinge. Rühr mich nicht an. Potato! Es ist sinnlos, Potato. Du wirst sterben. Ich kann auch aufstehen. Bemühe dich nicht. Der Bewusstsein schwindet. Dir fehlt die Kraft, um wieder aufzustehen. Ist das das Ende? Ich bin übrigens Aria. Das ist mein Name. Ihr habt auch Namen, oder? Wir können unmöglich so viele Leben opfern. Wenn du diesen Tod für edel oder angemessen hältst, hat die Wissenschaft, nein, das menschliche Herz versagt. Potato, du hast recht. Wir können uns nicht sicher sein, dass das alles wahr ist. Außerdem ist es nicht meine Art aufzugeben, oder? Ari ist der einzige Mensch, der von der ursprünglichen Erde übrig ist. Sie muss einsam sein. Du irrst dich. Sie hat alles aufgegeben. Und das Einzige, was sie wirklich will, ist, die Welt zu zerstören. Das will sie absolut nicht. Aria ist deine Feindin. Sie ist meine Freundin. Wenn das so ist, streng deinen Kopf an. Was willst du wirklich? Ich muss sie retten. Bist du hier, um Aria zu retten? Ja. Oh, du bist wirklich stur, was? Selbst jetzt noch. Aber denk darüber nach, kannst du sie wirklich retten? Verstehst du, welche Last sie auf ihren Schultern trägt? Also... Natürlich nicht. Du musst mehr über ihre Vergangenheit wissen.
Aria, nun ja, sie hat von Anfang an gekämpft, direkt an der Front der Menschheit. Und nun eine Rede von der Leiterin des Projekts. Ich möchte mich vorstellen, ich bin die Projektleiterin Aria Lebenthal. Die Welt erlebt den größten Umbruch aller Zeiten und die Wissenschaft stellt sich dieser neuen Herausforderung. Dies ist ein Krieg um Leben und Tod für die Menschheit. Ob wir überleben, um unsere Geschichte weiterzuschreiben, hängt von diesem Projekt ab. Aber ich glaube daran. Ich glaube, dass wir diese schwierige Untersuchung abschließen werden. Ich glaube, dass sich der Fortbestand der Menschheit lohnt. Aber vor allem glaube ich an unser Team. Ich bin noch jung, mir fehlt es wohl noch an Wissen und Erfahrung im Vergleich zu euch allen. Aber ich bin fest entschlossen, das bedeutet es, Wissenschaftlerin zu sein, für eine bessere Zukunft zu kämpfen. Ah, laufen kostet übrigens keine Ausdauer mehr, seht ihr unten links. Meine Ausdauer füllt sich auf, obwohl ich laufe. Ich muss es tun. Wenn ich entmutigt wirke, werden auch alle anderen aufgeben wollen. Also bin ich die einzige Person, die nie aufgeben darf, nicht wahr, Aria? Aria war die Hoffnung der Menschheit, vielleicht sogar schon seit ihrer Geburt. Du hast gesehen, wie ihre Ehre endete, oder? Aria Lebenthal war ein Leuchtfeuer, ein Idol, an das sich die Menschheit angesichts ihrer Ausrottung klammerte. Aria vergoss Blut, Schweiß und Tränen, um ihren Erwartungen gerecht zu werden. Und sie machte sich schon in sehr jungen Jahren einen Namen als große Gelehrte. Aria gab alles, um sich abzuhärten und sich wegen ihrer Schwächen nicht mehr in Ausreden zu flüchten. Und jetzt willst du ihr diese Lebensart verweigern. Sie hatte so eine schwere Kindheit. Du weißt einfach nicht, wann du aufgeben musst. Mach ruhig weiter, wenn du denkst, dass du Aria von ihren Plänen abbringen kannst. Aber deine Worte werden nicht zu ihr durchdringen. Selbst du solltest endlich aufgeben, wenn dir das klar wird. Aria ist still und reglos. Aria! Sie hat ihr Herz verschlossen. Jetzt erreichen sie keine Worte mehr von niemandem. Aber du hast das Gefühl, dass du an Arias Worten festhältst. Du hältst Arias Tagebuch hoch. Das ist ein Tagebuch. Oh, du hattest es also. Dieses Tagebuch erinnert mich an meinen Kampf. Es erinnert mich daran, wie sehr ich mir wünschte, alle zu retten. Und wie alle ihre Hoffnung auf meinen Schultern ruhte. Darum muss ich die Verantwortung für den Untergang dieses Planeten übernehmen. Ich habe mich meiner Schwäche und Unentschlossenheit entledigt. Kämpfen wir gemeinsam. Aber ich bin nicht wie du. Ich bin deine Feindin, siehst du das nicht? Nein, das bist du nicht. Ach, bitte verschone mich bloß mit diesem Gutmenschengetue. Das ist meine Pflicht. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Das ist nicht deine Pflicht. Aber ich muss es tun. Wenn nicht, war alles umsonst. Ich habe keine andere Wahl mehr. Ich bin nicht mehr die Aria, die du kanntest. Sie ist tot. Ich bin die Feindin der Welt. Naja, du bist immer noch Aria. Selbst jetzt sagst du das noch. Du bist echt seltsam. Was willst du wirklich machen, Aria? Ich bin... Potato, nein! Ich will gegen solcher Banalitäten keine Zweifel zu lassen. So komme ich nicht voran. Ich darf nicht schwach sein. Also werde ich... Wir können gemeinsam darüber nachdenken. Versteck dich nicht vor deinen Gefühlen. Potato, ich... In Wahrheit wollte ich nichts hiervon. Alle von der Erde und die alle auf Rigaia. Ihr seid mir alle wichtig. Also bitte. Potato. Hilf mir. Das werde ich, mach dir keine Sorgen. Aria! Ich glaubte die ganze Zeit an dich. Danke, Potato. Vielen Dank euch allen. Es tut mir leid, dass ich euch so viel Ärger gemacht habe. Jetzt bist du zu demütig. Da komme ich nicht mehr mit. Ja, Aria, das passt überhaupt nicht zu dir. Wir mögen die gute alte selbstsichere Aria. Jetzt ist alles wieder normal. Du hast uns keinen Ärger gemacht. Dazu gehören immer zwei Patienten. Patienten? Personen? Ja, ja. Danke an euch alle. Geist, halte die Protoabsenkung auf. Verstanden. Deaktiviere Absenkung. Hätte ich eigentlich so machen müssen. Deaktiviere Absenkungssequenz der Protochronomalie. Jetzt ist alles wieder auf Anfang. Es führt kein Weg dran vorbei. Wie geplant ist Arias Befehlsgewalt nun auf Potato übertragen. Geist, was redest du da? Diese Situation wartet auf niemanden. Hiernach wird das Überleben der Menschheit nach dem Gedanken des Überlebens des Stärkeren entschieden. Die Starken überleben, die Schwachen sterben aus. Das Prinzip der natürlichen Auslese gilt für alle Lebewesen. Das ist doch absurd. Ich glaube, das einzig Absurde hier bist du. Du hast dich bereits in die Zukunft der Menschheit eingemischt. Du steckst zu tief drin, um jetzt auszusteigen. Und doch willst du die Verantwortung nicht übernehmen. Willst du einfach die Entscheidung jemand anderem überlassen? Du hast deine Befehlsgewalt bewiesen, indem nur du Aria umstimmen konntest. Die einzige, der keinen. Das stimmt nicht, Geist. Potato, ignoriere ihn. Du hast leicht reden. Du bist aus dem Kollektiv verschwunden und hast unser Ziel aufgegeben. Wie dem auch sei, wir werden schon eine Entscheidung von Potato bekommen, ob sie will oder nicht. Kommt mit. Ich war so frei, die Tür hinter euch zu verschließen. Es gibt kein Zurück. Kapitel 8, edle Verzweiflung abgeschlossen. Wir ziehen jetzt durch, das ist das Finale. Definitiv. Danach... Ja, 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 bitte, bitte, bitte speichern. Ich hoffe, das ist... Richtig auf B, ne? Ja. So weit ist es also gekommen. Potato, das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Ich werde es dir nicht verübeln, egal was du entscheidest. Du versuchst ja nur das Richtige zu tun und Verantwortung zu übernehmen.
Geist war ein bisschen zu schroff, aber ich verstehe, was er meinte. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Welt vom Überleben des Stärksten abhängt. So ist es jeden Tag auf Rigaia. Selbst in einer so scheinbar friedlichen Welt wird immer wieder jemand herausgefiltert. Aber wir finden uns damit ab, weil es ein Naturgesetz ist. Es ist nichts, das wir selbst erzwingen sollten. Potato, es ist so, wie ich bereits sagte. Widerstehe dem, was korrekt ist. Triff die Entscheidung für dich selbst. Nur so kannst du in dieser Angelegenheit einen entscheidenden Durchbruch erreichen. Potato, es tut mir so leid, dass sich das alles so entwickelt hat. Ich meine, nein, Entschuldigungen bringen nichts. Ich kann die Sache jetzt nur noch dir überlassen. Nicht viele können die Menschheit vertreten, also gehe erhobenen Hauptes da rein. Was wirst du machen, Potato? Ich wüsste wirklich nicht, was hier das Richtige wäre. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, so viele Leben zu opfern, um zu überleben. Das ist das Ergebnis all deiner bisherigen Handlungen. Mach, was du willst. Wer ein Problem mit deiner Entscheidung hat, kriegt von mir eins aufs Maul. Potato, du wirkst betrübt. Bitte, bürde dir nicht so viel auf. Potato, erst einmal danke für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir Aria nicht wieder. Es wäre schön gewesen, wenn das das Finale gewesen wäre, aber das Leben ist wohl manchmal etwas komplizierter. Was auch passiert, ich habe vor, deine Entscheidung zu unterstützen. Weil ich weiß, wie schwer es ist, eine Frage zu beantworten, auf die es keine richtige Antwort gibt. Ich kann mich einfach wegteleportieren. Ja, dann machen wir das Dark Souls 1. Ich habe es angekündigt, dass wir das so machen. Ich versuch's. Ich gehe einfach. Ich gehe. Gucken, ob das geht. Er hat die Tür wirklich abgeschlossen, das Schwein. Kapitel 9. Was vom Himmel fällt. Siehst du ihn? Ihr Menschen scheint diesen Erdball schön zu finden. Für uns ist er nur ein weiterer Himmelskörper, nur eine Arche, auf der die Menschheit leben kann. Also dann, es wird Zeit, dass du deine Entscheidung fällst. Welche Spezies der Menschen soll in der Himmelsschale weiterleben und ihre Art in die Zukunft bringen? Ich will dich daran erinnern, dass es zwei Optionen gibt. Deine erste Option sind die Kain. Das ist die verlorene Spezies, die in der trivialen Ära auf dem Planeten Erde aufstieg und fiel. Da sie das Rigaia-Programm ins Leben riefen, seid ihr Abel gewissermaßen ihre Kinder. Deine andere Option sind die Abel. Das ist deine Art. Diese Spezies entwickelte sich aus Rigaia und ist biologisch fast identisch mit den Kainen. Du weißt sicher bereits genug über sie. Ich will es noch ein letztes Mal deutlich sagen. Du kannst nur eine Option wählen. Sollen die Kain überleben oder die Abel? Triff deine Wahl an dieser Konsole. Aber ich kann hier gehen, oder? Nö. Ich treffe keine Wahl. War es richtig? Warte dort. Versuchst du, dich der Entscheidung zu enthalten? Ja. Sei nicht albern. Jetzt komm zurück und triff eine Entscheidung. Diese Entscheidung ist absurd. Wie bitte? Potato, das Überleben der Menschheit hängt von dieser Entscheidung ab. Warum weigerst du dich, das einzusehen? Ihr Menschen müsst euren Fortbestand mit diesem großen Opfer sichern. Ist Überleben ein solches Opfer wert? Potato, es reicht mir mit deinen nutzlosen Argumenten. Das Silenzium hüllt allmählich den gesamten Planeten ein. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Potato, mach das Richtige. Jetzt entscheide dich. Entscheide dich! Nein, ich möchte nicht.
Möchte nicht. Stimmen Sie der Ausrottung der Bevölkerung von Regalia zu? Nein. Potato, du musst die Situation doch inzwischen verstehen. Es bringt nichts, sich zu widersetzen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn dir eine einfällt, teile sie uns bitte mit. Entfernen wir das Silenzium von Regalia. Warum verstehst du nicht, dass die Menschheit keine Zukunft hat, solange ihr diesem Traum nachjagt? Ich hätte nicht gedacht, dass du so unvernünftig bist. Wir Sephs wollen euch doch nur retten. Warum verstehst du das nicht? Nach langer Überlegung und Betrachtung eures eigenen Handels habt ihr Menschen uns diese Macht übergeben. Ihr konntet Konflikte nicht unter euch lösen, weshalb ihr nicht mehr für euren Fortbestand verantwortlich sein wolltet. Ihr wusstet, dass nur eine höhere Intelligenz euer selbstzerstörerische Spezies retten konnte. So trat die Menschheit willentlich ihre Entscheidungen an uns ab. Und wir haben als eure Nachbarn mit euch zusammengearbeitet und unser Bestes für euch getan. Aber das ist auch egal. Das reicht dir wahrscheinlich immer noch nicht, um ein Massaker gut zu heißen. Wenn du so fühlst. Notfall, Notfall, Eindringen in der Gestaltsphase wäre. Dies kann das kollektive Bewusstsein beschädigen. An alle Seth, bitte in den selbstständigen Modus wechseln. Ein Eindringen? In unserem Kollektiv? Potato, was hast du getan? Was ist hier los, Dianthus? Warst du das nicht? Warum wurde dann die Proto-Absenkungssequenz reaktiviert? Sie, was? Es stimmt, Geist, die Absenkung der Protokonomalie wurde wieder aufgenommen. Aber wer würde denn? Nivalis identifiziert gerade den Ursprung der Befehle. Dianthus, hörst du mich? Nivalis, ja, ich höre dich. Du meldest dich gerade rechtzeitig. Hast du den Ursprung der Befehle identifiziert? Ja, aber die Befehle kommen direkt aus der Protokonomalie. Sie aktiviert die Sequenz selbst. Was? Bist du sicher, Nivalis? Willst du damit sagen, dass die Konomalie einen eigenen Willen hat? Die Konomalie hat einen eigenen Willen. Beruhigt euch doch alle. Wir sollten die Krise abwenden können, indem wir die Protokonomalie ausschalten. Oder, Nivalis? Ich fürchte nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Protokonomalie bewegt sich auf das Schloss der Illusion zu. Sie fällt genau auf unseren Standort. Aber das ist nicht die Flugbahn, die ich für sie geplant hatte. Anscheinend hat die Konomalie sie eigenständig überschrieben. Hört alle her. Hier sind die Ergebnisse unserer Simulation. Wenn die Protokonomalie weiter in ihrer Flugbahn folgt und auf dem Schloss der Illusion landet, werden Lethe und Schatolle dem Erdboden gleichgemacht. Nemea und Argen bleiben auch nicht unversehrt. Andererseits, wenn der Entstehungskern zerstört wird, wird die Konomalie vielleicht zum Abschalten gezwungen. Wenn das passiert, werden die Bedingungen an Land... Oh nein! Und wenn wir die Kontrolle übernehmen? Ach ja. Tut mir leid, Leute. Aria! Sagt nicht. Geht sie in die Protokonomalie? Das scheint der Fall zu sein. Sie versucht, die Protoflugbahn manuell von innen umzulenken. Aber die Protokonomalie wird gleich niedergehen. Verlässt Aria sie nicht rechtzeitig, fällt sie mit ihr. Hey, warte! Du nicht auch noch, Potato! Bitte geh auf. Ja, es ist auf. Warte. Potato, was zur Hölle machst du hier? Countdown abgeschlossen. Absenkung der Protokonomalie wird eingeleitet. Mist. Achso, wirklich, was hast du dir nur dabei gedacht, mir hier reinzufolgen? Du hättest mir das überlassen sollen. Diesmal bin ich rechtzeitig bei dir. Diesmal? Du hast wirklich Nerven. Auch egal. Du bist jetzt hier, verschwenden wir keine Zeit. Die internen Daten sind im Kontrollzentrum, hier entlang. Schnell, uns bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Aufprall.
Das ist also das Kontrollzentrum. Und das ist unsere Flugbahn? Verstehe. Ich sollte sie noch ändern können. Wusste dir vielleicht was, eine Aria? Es wird ein Rennen gegen die Zeit, aber es gibt doch etwas Hoffnung. Ich brauche deine Hilfe, Potato. Wenn wir die Nottriebwerke zünden und die Flugbahn ändern können, erzwingen wir eine Notlandung im nördlichen Meer. Wenn wir das schaffen, sollte Lethe und die anderen Dörfer wenigstens für den Moment sicher sein. Verstanden, legen wir los. Ich wünschte, das könnten wir. Leider scheint die Proto unvollständig zu sein. Wir können sie nicht von hier steuern. Was machen wir jetzt? Ich überlege mir natürlich was. Ich hatte schon mit sowas gerechnet. Wenn wir die Triebwerke nicht von hier aus steuern können, müssen wir sie selbst zünden. Okay, Potato. Es gibt zwei Nottriebwerke. Wir müssen sie beide gleichzeitig zünden, um unsere Flugbahn zu ändern. Ich übernehme eins, du das andere. Deins ist durch diese Tür durch. Folge einfach dem Pfad, bis du das Triebwerk siehst. Meins liegt hinter dieser Tür. Geben wir alles. Potato, hörst du mich? Antworte, wenn du mich hören kannst. Ich höre dich. Okay, erstmal müssen wir sie einstellen. Es ist nicht besonders kompliziert. Du solltest dem Vorgang problemlos folgen können. Berühre zuerst die Konsole da drin. Dann musst du nur den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und die jeweiligen Tasten drücken. Okay, bei mir ist alles bereit. Und jetzt hör mir gut zu, Potato. Wenn wir die Triebwerke gezündet haben, bleibt nicht viel Zeit bis zum Einschlag. Renn also sofort los zur Rettungskapsel, okay? Kommst du auch zur Rettungskapsel? Ich komme später nach. Sorg du einfach dafür, dass du dich beeilst, ja? Okay, das Timing überlasse ich dir. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Jetzt. Flugbahn berechnen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Flugbahn geändert. Jetzt lauf, Potato, zur Rettungskapsel. Potato, hörst du mich? Die Rettungskapsel ist direkt vor dir. Bitte steig schnell ein. Einstiegsluke geschlossen. Auswurfsequenz wird gestartet. Na los, Karia, komm schnell hier rein. Tut mir leid, Potato, ich kann leider nicht mitkommen. Warum nicht? Es tut mir wirklich leid, aber es geht um mehr als nur eine veränderte Flugbahn. Jemand muss hier drin bleiben und danach einige der Prototeile abbauen. Ich bin die Einzige, die das kann. Und überhaupt, das war doch eh alles meine Schuld. Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen. Potato, du sollst weitermachen und leben. Lebe und beende den planetaren Albtraum. Das ist unser Abschied. Danke für alles. Du bist ein wunderbarer Mensch. Rettungskapsel wird ausgeworfen. Du mir hören, Antwort. Diantus, da war über das. Bitte komm, Rettungskapsel. Kannst du mich hören? Bitte komm. Hier ist die Rettungskapsel. Da ist noch jemand in der Proto.
Das ist ja Potato. Ich bin es, Diantos. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber soweit ich verstehe, bist du entkommen. Ich komme die Kapsel einsammeln. Aria blieb zurück, um die Proto auseinanderzunehmen, nicht wahr? Hat sie vor, sich zu opfern? Das lasse ich nicht zu. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Heine, jetzt bist du gefragt. Ich? Worum geht es denn? Ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Ich überlasse dir eine Weile das Steuer. Du musst nur das Schiff lenken. Die Maschine macht den Rest. In Ordnung, ich versuch's mal. Und du kommst mit mir aufs Deck, Potato. Sie hat es wirklich geschafft. Die Protokonomalie beginnt zu zerbrechen. Heine, flieg näher zur Protokonomalie und gleich die Relativgeschwindigkeit an. Potato, schieß das Leuchtsignal ab. Genau, das wolltest du doch, oder, Aria? All meine Taten brachten mich an diesen Punkt. Und so wird es alles enden. Der Rest liegt bei ihnen. Ha? Ist das ein Leuchtsignal? Als ob wir sie alleine lassen würden. Ah, als ob! Wo kommt dieses Luftschiff her? Halt, ist das Potato? Natürlich bin ich das. Ach, das sind mehr Fragmente, als ich erwartet hatte. Ich weiß nicht, ob mein Energiefeld das aushält. Das ist ja Wahnsinn. So viele Trümmer. Diantos, das Schiff hält nicht stand. Was machst du da? Das Luftschiff explodiert, wenn du nicht sofort verschwindest. Die Proto wartet nicht, egal weswegen du hier bist. Sag nicht, dass du nach mir suchst. Unfassbar. Wie kann man nur so selbstlos sein? Die Kapsel erreicht auch ihr Limit. Mir bleibt nichts anderes übrig, als es einfach durchzuziehen. Yay! Potato, ich bin... hier drüben! Es kam dir so vor, als hättest du gerade Arias Stimme gehört. Aria ist da drüben. Ich sehe sie. Überlass das mir. Das ist so süß. Potato. Du musst auch an unserer Seite kämpfen. So jemanden wie dich habe ich wirklich noch nie getroffen. Die Protokonomalie ist gelandet. Anscheinend hat sie alle Bereichen nur minimalen Schaden zugefügt.
Gut gemacht, Potato und Aria. Ihr habt den Planeten gerettet. Heine, bitte verlass diesen Luftraum. In Ordnung. Kapitel 9. Was vom Himmel fällt, abgeschlossen. Belohnung. Und das war natürlich noch nicht das Ende. Arias Geschichte wurde eröffnet. Von nun an werden Pausengespräche stattfinden. Puh, ich glaube, wir sind erst einmal außer Gefahr. Also, was jetzt? Jetzt, da wir Geis Paradiesprojekt in die Knie gezwungen haben, gibt es nur noch eins für uns zu tun. Den Planeten vom Silenzium zu befreien. Könnte lustig werden. Aber wie sollen wir das anstellen? Du hast recht, wir haben keine Ahnung, wie wir vorgehen sollen, oder? Das stimmt wohl. Bisher sind wir Geistspuren bis an die Außenbereiche dieses Planeten gefolgt. Das bedeutet wohl, dass wir uns um den Rest kümmern müssen, obwohl ich mich frage, ob uns die Ideen ausgehen. Vielleicht ist uns etwas entgangen. Ich würde sagen, wir haben jetzt etwas Zeit zum Nachdenken. Einverstanden. Aber ich sehe dir deine Erschöpfung an. Gehen wir für heute getrennte Wege. So, meine lieben Freunde, wir gehen auch getrennte Wege. Das war zwar das Finale, quasi, aber wie ihr seht, es gibt ein Epilog. Es gibt ein Epilog. Und ich habe es geschafft, in den Epilog zu kommen. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Enden gab gerade eben. Hat man sich entscheiden können für eine der beiden Sachen? Ich habe ein Safe-Game, ich könnte es rausfinden, ne? Ja, rein theoretisch könnte ich es rausfinden, ob man sich da entscheiden kann. Ob das wirklich eine Entscheidung ist, die man fällen kann. Und was dann passiert. Aber ist ja auch egal. Ist egal. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, meine lieben Freunde. Bis dann, haltet die Unsterblichkeit und immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.